Ja, bei Let's Splinter ist es schon fast 2030. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fußball Manager 22. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir befinden uns, wenn ich das richtig gesehen habe, im neuen Jahr. Und insofern euch allen noch natürlich alles, alles Gute für 2023. Und wer könnte es anders erahnen? Wir bewegen uns dann schon 7 Jahre weiter hier in diesem Spielstand und ermitteln den Gastgeber für die WM 2030. Und es stehen namhafte Länder zur Auswahl. Spanien, England, die Brasilianer haben die Möglichkeit, erneut ein Turnier auszurichten. 16 Jahre nach dem Turnier, was die Deutschen für sich entscheiden konnten. Damals sensationell 1:0 gegen Argentinien gewonnen. Auch Deutschland bewirbt sich hier um die FIFA-WM 2030. Wir gucken, wer es wird. Ja, leider in weißer Schrift: Spanien, England, Deutschland. Es wird Brasilien. Die nächste WM an der Copacabana. Und damit heiße ich euch zur neuen Folge herzlich willkommen. Viel, viel Spaß dabei. Oh, Schjelderup fällt im Spiel gegen uns aus. Das ist natürlich gut. Der Linksaußen hier, jung und äußerst talentiert. 11 Tage raus, Kapselprellung. Vidovic noch 5 Tage, das wird äußerst knapp. Eggestein noch 21 Wochen verletzt, Romo noch 4 Spiele gesperrt. Trainingszentrum ist fertig, ausgezeichnet. Ist jetzt auf Level 12, 6% Bonus beim Trainingsfortschritt. Ausdauertraining, Positionstraining, Fußballtennis möglich. Und wir können den Fitnessparcours erweitern, das mache ich hier auch gerne mal. 6% Fitnessbonus dadurch. 500.000, 24 Tage dauert das Ganze. Ja, und dann ist das hier die Vorschau. Boah, wir sind stärketechnisch aktuell sogar besser als die Gladbacher. 2 Punkte mehr. Siebter gegen Elfter im Hörduxstadion. 14. Dezember 24 mittlerweile. Und alles spricht für uns. Aber das tat es auch schon ehrlicherweise in der letzten Folge gegen die Frankfurter, gegen die Eintracht aus Frankfurt, wo wir leider nur 0-0 erspielen konnten. Und erspielen ist fast schon zu euphorisch ausgedrückt. Insofern sind wir gewarnt. Und ich hoffe tatsächlich natürlich mindestens auf einen Punkt. Und im Idealfall entführen wir die Punkte hier vom Niederrhein. Topspiel wie immer, eins dabei. Leverkusen gegen Wolfsburg. Vidovic ist wieder fit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, und ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Wir haben uns nochmal mit Torhütern beschäftigt. Und ich habe zwei gescoutet. Elias Raffen-Olofsson, dessen Name ich, wie in der letzten Folge erwähnt, schon ziemlich geil finde. Und den Deutsch-Israeli Daniel Peretz, den wir uns zuerst angucken. Beide sind jetzt auf Erfahrungsstufe 10. Er ist 24 Jahre alt, 77er Torhüter. Hat natürlich, oh, hat ein gutes Talent, 7 von 10. Lange Vertrag in Tel Aviv. Sehr lange. Und ich glaube kaum, dass das was gibt. Aber wir gucken es uns trotzdem mal an. Ja, wobei, für eine ordentliche Stange Geld, wir reden von 18,5, vielleicht ein bisschen weniger, könnten wir ihn tatsächlich loseisen. Weite Abwürfe, vereinstreu, nervenstark. Interessantes Scouting hier von unserer Abteilung. Und Elias Raffen-Olofsson, noch ein Ticken besser. Auch 24 Jahre alt. Höherer Marktwert, aber Vertragsende früher. Und insofern ist die Frage, für wie viel würde er Midtjylland verlassen? Ja, ebenfalls für 18 Millionen. Beides sind also Optionen. Wir werden beide ins Blickfeld aufnehmen. Da würde ich gerne eure Meinung zuhören. Peretz oder Olofsson? Also das sind auf jeden Fall mal Optionen hier. Insofern kann auch Volpi hier tatsächlich mal von der Liste unseres Blickfeldes. Kretschmer bei den Stuttgartern war, wie gesagt, mal ein Thema. Und Tim Rönning waren wir auch mal dran, spielte dann aber eine super Euro, wenn ich mich recht entsinne. Und der sieht unseren Verein als nicht attraktiv genug an. Ist aber nicht gewechselt damals. Das gibt's ja wohl nicht. So abgebrüht musste dann auch erstmal sein. Aber vielleicht ist es Olofsson. Also eine Folge lasse ich euch Zeit, darüber zu sinnieren. Ich will euch in keine Richtung lenken. Ab, wow, und er ist 2,01 Meter groß. Der flutscht mal unter keiner Flanke durch. Das ist mal safe. Peretz bei normalen 1,88. Das ist natürlich was für die Zukunft. Wir kümmern uns um die Gegenwart. Und die heißt Borussia Mönchengladbach. Mannschaft steht eigentlich. Vidovic kommt wieder rein für Stindl. Jean-Pierre hat nicht so ganz überzeugt. Redmond auch nicht. Aber wir lassen hier alles aktuell mal so. Vielleicht gehen wir irgendwann in Führung und können ein bisschen durchwechseln. Sehen hier die frischen Probleme der Mannschaft. Gucken uns mal die restlichen Spiele der Hinrunde an. Ja, nicht allzu leicht, muss man ehrlicherweise sagen. Danach geht's gegen Leverkusen, immerhin zu Hause und dann die Schalke auswärts noch vor der Brust, die ja derzeit auf Rang 14 weilen. Die Leverkusener oben mit dabei, nur 6 Punkte hinter den Dortmundern, also noch alle Chancen. Dadurch bekommt das Spiel gegen die Gladbacher jetzt hier natürlich nochmal eine echt andere Note. Also Punkte mitzunehmen wäre
wirklich cool, holen die Taktiktafel und werden sicherlich defensiver stehen. Wir gehen aber von vornherein mal ein bisschen mehr Richtung Grundlinie, wenn wir schon über die Außen spielen. Und hoffen jetzt hier an dieser Stelle auf eine ordentliche Partie unserer Elf. Ja, wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Spiel. Gladbach gegen Freiburg. Schwarz gegen Weiß. Ihr seht es an den Wappen. Platz 7 gegen Platz 11. Und dann der Ampfiff. Erste Chance, erste Minute. Flanke durch Benze Baini. Aboni legt per Kopf ab. Varela verschätzt sich. Kein Gladbacher kommt an den Ball. Hat Varela etwa mitbekommen, dass wir nach Torhütern suchen? Glück für uns. Damit sollten wir wach sein. Sind es auch. Nico auf Aller. Ohne Zögern sucht er den Abschluss. Sommer blitzschnell unten und packt bombensicher zu. Gute Parade hier vom Torhüter der Gladbacher. Gladbacher mit Abseitsfalle. Spiel verflacht mal wieder, wie schon gegen Frankfurt. Sommer ohne gute Abschläge heute. Wir mit der nächsten Chance. Nico versucht den langen Ball auf Aller. Steht leider im Abseits. Aber es sieht besser für uns aus. 10 Minuten noch. Svedberg muss vom Feld. Muskuläre Probleme, natürlich jetzt hier ohne, dass sich jemand warm gemacht hätte. Oh, und wir haben defensiv niemanden dabei, weil Romo gesperrt ist. Vidovic Gott sei Dank auch zentral gut einsetzbar. Muss hier aushelfen. Ist ein Dribbler im Gegensatz zu Nico. Gucken uns das hier mal gerade bei den individuellen Anweisungen an. Vidovic kann gerne dribbeln. Darf die Position also etwas kreativer ausleben. Und ein bisschen öfter nach vorne gehen. Wohingegen Nico dann natürlich die Kreativität ein bisschen einschränkt und ruhig auch ein bisschen aggressiver ans Werk geht, weil er dann noch ein bisschen Abräumerfunktion hier spielen muss, notgedrungen. Gucken uns dann noch die Laufwege an. Nico bleibt eher. Vidovic geht tendenziell mit nach vorne. Nico macht das auch nach hinten. Und dann hoffen wir, dass das so passt. Redmond mit der Möglichkeit, lässt Elvedi aussteigen, wird durch einen guten Einsatz von Sommer am Vollstrecken gehindert. Na, Freiburg seit 300 Minuten ohne Gegentor tatsächlich. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber es fühlt sich auch so an, als hätten wir seit 300 Minuten kein Tor gemacht. Ecke von Soares. Ganz einfache Variante. Saar verlängert am kurzen Pfosten in der Mitte Sessignon. Sommer kommt entgegen und packt mal wieder bombensicher zu. Verdammt, fast das 1:0 hier an der Stelle. Sommer macht eine gute Partie, leider Gottes. Wir sind überlegen. Gelb für Soares. Damit wird Günther gleich warmlaufen und sicherlich auch frühzeitig zum Einsatz kommen. Minute gibt es drauf, noch eine Chance. Guter Angriff jetzt von uns. Aller ist viel zu unkonzentriert. Schuss geht vorbei, Abpfiff. Potemkin, hier der Schiri, lässt das Spiel laufen, hat trotzdem eine gelbe verteilt. Freiburg war von Beginn an das deutlich bessere Team, las ich gerade nur. Und ich finde, das stimmt auch so. Na, alles läuft nach... Ja, seid wachsam. Können ihnen zwar auch die Laune verderben, aber wir müssen uns schon konzentrieren. Soares werde ich die Frische jetzt hier nicht durch die Massage zurückgeben. Kenny, je nachdem wie das Spiel läuft, macht eine gute Partie. Bleibt noch ein bisschen drauf. Sessignon und ja, Jean-Pierre hier letzten Endes. Weil Aller können wir wechseln. Saar macht das ganz okay. Aller motivieren. Redmond motivieren und Nico eventuell an der Stelle. Also wir haben Chancen hier was zu holen. Momentan ist der Punkt ja auch hier drin. Aber es geht auch mehr. Die Gladbacher haben wenig von der Partie. Gucken uns das hier nochmal in der Statistik an. Naja, haben nur eine Chance bisher gehabt. Wir 5, aber nichts Bedeutendes bisher dabei gewesen. 55% Ballbesitz knapp für uns. Und insofern lassen wir alle warm laufen und gehen in die zweite Halbzeit. Ich hoffe hier auf ein Tor, weil das hat jetzt hier schon 3 Halbzeiten lang auf gar keiner Seite funktioniert. 0-0 gegen Frankfurt und 0-0 hier in Gladbach momentan. Schiri pfeift wieder an. 5 Minuten rum, Gladbacher jetzt. Marco Richter von rechts. Aboni kommt zum Kopfball und nickt ein. Das gibt's nicht. Oh, Varela bleibt auf der Linie kleben. Und da ist das Tor, was wir nicht brauchten. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, weil das unsere Taktik hier ändern wird. Wir müssen aufmachen, müssen jetzt draufgehen. Natürlich ärgerlich, Gladbacher hier mit der ersten richtigen Chance kommen zum Torerfolg. Ja, und dann ist hier eine Stunde schon rum, das geht jetzt relativ schnell. Redmond wird links steil geschickt, will an Ginter vorbeigehen, bleibt aber hängen. Setzt dann nach, holt sich den Ball wieder, flach in die Mitte. Pierre kommt zum Schuss. Sommer taucht und dreht das Ding wieder um den Pfosten. Das gibt es nicht. Weiter 1:0. Ecke kommt natürlich im Anschluss von Soares. Nagnon gegen Redmond klärt die Ecke per Kopf. Das
Stevens holt sich auch gelb ab. Und dafür, dass der Schiri das Spiel laufen lässt. Boah, es gibt Elfmeter für die Gladbacher. Avoni jetzt wieder, läuft an Tor. Verdammt, das 2:0. Jetzt müssen wir reagieren. Günther kommt für Suarez. Bino Gittens für Sessegnon. Und Darker zusätzlich für Stevens. Zu verlieren haben wir natürlich nichts mehr. Halbe Stunde noch. Jetzt müssen schon lange Bälle raus. Gucken, ob wir jetzt irgendwie zum Torerfolg kommen. Einen Wechsel haben wir uns noch aufgelassen. Ja, das ist natürlich bitter. Doppelpack Avoni innerhalb von 10 Minuten. Das sieht ganz, ganz düster aus. Nach einer eigentlich ruhigen und tendenziell überlegenen ersten Hälfte. Gladbacher machen jetzt aber hier auch mehr. Ugrinic passt zu Avonit und der macht das 3:0. Das gibt's ja nicht. Hattrick binnen einer Viertelstunde. Boah. Da bin ich tatsächlich platt. Kramer kommt zur Unterstützung. Kopfball von Richter kann Varela abwehren, aber Nachschuss von Avoni hält er auch. Die Freiburger Abwehr guckt zu und jetzt ist es mal Varela, der sich auszeichnen kann. Ja, das geht so definitiv nicht. Und wir kommen hier auch zu keinerlei Chancen mehr. Draxler von links die Ecke rein. Richter mit unfairem Mittel gegen Malang-Sarr. Freistoß für uns. Hoch überlegen die Gladbacher jetzt. Das ist nicht gut. Zakaria für Kramer. Die Gladbacher machen mit uns, was sie wollen. Ugrinic läuft völlig frei über rechts. Legt auf Zakaria ab. Zakaria an Varela das Ding vorbei. Konter 4:0. Boah, gehen wir unter. Ja, und damit können wir uns natürlich auch jetzt hier, das Ding ist gelaufen, wieder genüsslich hinten reinstellen und Schadensbegrenzung betreiben. Ja, 4 Tore binnen weniger Minuten hier zu kassieren. Nächster Konter der Gladbacher, auch vollkommen ohne Sinn auch. Hermann kommt von der Strafraumgrenze zum Torschuss, verzieht vollkommen. Aber wo kommen denn die ganzen Konter auf einmal her? Der volle Angriff läuft natürlich noch, das sehe ich, aber... Ja, 4 Tore hier. Wir holen Nico vom Feld und bringen Harwood Bellis in die Innenverteidigung. Und dann die Ecke von Pierre. Ticken kurz, kein Problem für Elvedi, der das Ding kontrolliert und klärt. Leiner darf nochmal für Ola Einer ran. Ein Ex-Freiburger tatsächlich hier. Ja, und dann ist nach 2 Minuten wahrscheinlich jetzt relativ schnell Schluss. So ist es. Bekommen mächtigen Dämpfer in Gladbach. 4:0. Platz 11 können wir halten, aber diese Niederlage gegen die Frankfurter, dieses Unentschieden gegen die Frankfurter tut nochmal weh. Tut nochmal richtig weh. Sind das nach da oben wieder 10 Punkte? Wir können mal schön festhalten, hätten wir gegen Frankfurt gewonnen, wären wir bei 18 und mit dem Sieg heute bei 21, dann wären wir auf die Stuttgarter nur 5 Punkte dahinter. Davon können wir jetzt wieder ein bisschen Abstand nehmen. Verlieren hier deutlich und müssen sehen, dass wir gegen Leverkusen wieder irgendwas auf die Kette bekommen. Die verlieren allerdings 4:1 zu Hause gegen Wolfsburg. Das gibt ein schönes Krisenduell nächste Woche. Dortmund 5:1 gegen Mainz. Alles am Laufen hier für den Meister. Aber das ist bitter. Das hat sich ein bisschen angedeutet, weil gegen Frankfurt nicht allzu viel kam, fand ich. Hier hat die Mannschaft insgesamt auch gepennt. Wenig gemacht, das wird sich in der Form niederschlagen. Und ich schaue auch schon wieder mit Argusaugen auf den Vorstand, der sich aber nicht meldet an der Stelle. Oh, Asan Mata, unser Top-Talent, 17-Jähriges, wirft dem Co-Trainer Fossler vor, von Taktik keine Ahnung zu haben. Und der hat man noch nicht viel zu leisten. Strafe wird hier ja gleich ausgewählt. Oh, super, 2 Wochen länger hier für Eggestein. Heilungsprozess verzögert sich. Einige schlechte Nachrichten. Ezequiel mit einem Superspiel beim 6:0 gegen Magdeburg. Gucken uns hier die Reserve an. Magdeburg, ja gut, wobei, die sind natürlich Tabellenletzter, aber sind hier auf Platz 3 mit unserer Reserve. Sehr, sehr schön. Le Mignon, 2 Tore erzielt und auch Rahim macht einen Doppelpack und mehr als deutlich auf sich aufmerksam. 74er Stärke, holla die Waldfee. Kommt ja aus unserer eigenen Jugend. Großes Lob an der Stelle für ihn. 5 Moralpunkte. Hinzu, Svedberg fällt aus. 9 Tage, das ist bitter. Das wird dann auch richtig gehen knapp. Ja, Varela hier
Sogar noch derjenige mit der schlechtesten Form dann. Ja, und Martha bekommt hier sicherlich 30 Tagessätze. Ja, warum nicht? Dann machen wir 35 draus. Sollte deutlich genug sein. Boah, und ich sehe Schlimmes. Nicht, dass Chatzigorgos im Training überzeugt. Nicht, dass es ein neues Sponsorenangebot gibt. Nein, Sebastian Allaire verletzt sich. Achillessehnenanriss. 9 Wochen Pause. Oh mein Gott, was haben wir für Verletzungssorgen momentan? Oh Mann. Damit geht Daka natürlich sofort rein. Svedberg raus. Vidovic dafür rein. Sildilja und Stindl kommen, um das irgendwie zu kompensieren. Wobei Sildilja nicht, Pedersen eher als Stürmer hier noch. Können wir noch auffangen, aber das Lazarett wird größer. Und es sind keine unentscheidenden Verletzungen. Svedberg hier bei den Senkrechtstartern der Saison dabei. Marvin Pieringer, ja, den hatten wir uns schon mal angesehen. Guter Stürmer, wahnsinnig guter Stürmer. Keine Chance zu verpflichten, findet uns nicht attraktiv genug. Natürlich sofort gecheckt. Dann kommt es zum nächsten Spiel und das machen wir auch in jeder Folge. Freiburg gegen Leverkusen. Mannschaftsstärke technisch ein Problem für uns. Wir sind schwächer. Form, klar, was heißt klar, ein bisschen auf Leverkusener Seite. Die Saison läuft aber für beide nicht sonderlich gut. Frage ist natürlich, was können und was wollen wir hier tun? Cessignon ist jetzt hier ja, fast perfekt eingespielt mittlerweile auf rechts außen. Das freut mich sehr. Kommt immer besser auf der Seite zurecht. Trainieren tun scheinbar alle recht gut. Ich kann hier viele motivieren. Fast durch die Bank. Harwood Bell ist richtig gut in Form. Aber Saar und Stevens auch. Nur Varela ist ein echtes Problem. Und die Frage ist tatsächlich, ob wir dann Costil bringen. Wenn jemand so außer Form ist. Costil hat die Moralprobleme. Können wir durch gutes Training aber eventuell ein bisschen pushen. 3 Punkte, immerhin. Ja, und dann gehen wir mit ihm hier in die Partie gegen die Leverkusener. Öffnen die Taktik. Stehen tief. Ist es ein Heim- oder ein Auswärtsspiel? Das ist zu Hause. Das heißt, wir kontern weniger. Stehen nur ein bisschen tiefer. Boah, Jugendtrainer muss nach einigen untragbaren Eskapaden Fabian Grundner rausschmeißen. Schöss. Ja, und die Frage ist, wie motivieren wir die Mannschaft hier vor dem Spiel? Sieg ist möglich. Remis schaffen wir auf jeden Fall. Oder wir verlieren das heute nicht. Ja, eigentlich ist der Sieg heute möglich. Ja, gegen Gladbach 4-0 verlieren, können wir auch gegen Leverkusen 2-0 gewinnen. Heimspiel muss Motivation genug sein, hier den Fans was zu liefern, nach dem deutlichen Dämpfer letzte Woche. Und insofern freue ich mich auf die Partie hier am 16. Spieltag. Bekommen wir wieder einen Schiri ab, der das Spiel laufen lässt. Fans sind gut on fire, wie man im Hintergrund hört. Viel Aggressivität bei der Werkself. Stevens bekommt gelb früh. Bell ist natürlich sofort eine Option in meinem Kopf, aber viel zu früh die gelbe Karte hier erstmal bekommen. Viertelstunde rum, noch keine Aktion. 20 Minuten rum, noch nichts. Oh, das ist eine ruhige Partie. Dann aber von Neuhaus das Ding in die Spitze aus dem Nichts. Costil stürmt heraus. Raspadori ist zuerst am Ball, scheitert aber blitzartig reagierend am Costil. Gott sei Dank die Glanzparade. Aus dem Nichts hier die Chance für die Leverkusener. Nach einer halben Stunde die erste Chance und sofort so ein Brett. Nico sucht Daka. Trifft den Ball nicht richtig. Aber trotzdem der Ball da. Flachschuss, aber dann Glanzparade durch Radetzky. Leider kein 1-0 für uns. Weiter so. Ecke von Suarez kommt rein. Pierre will am kurzen Pfosten verlängern. Andrich ist früher da und klärt. Und Leverkusen dann mit der Ecke von Neuhaus, der viel macht. Leichte Beute aber für Costil, der ganz gut spielt. 2 Minuten on top. Mit wenigen Aktionen. Oh, gelbe Karte für Hinkapier. Wollte ich sagen, geht das hier schon in die Pause, dann aber soweit. Und das ging flott durch. Wir werden für Stevens Harvard Bellis warm laufen lassen, klar. Hier ist heute mehr drin. Ja, doch, natürlich ist mehr drin. Costil loben wir. Jonjo Kenny mit einer glatten 1. Ja, die Frage ist, wen motivieren wir alles? Mal wieder nur die Offensivabteilung. Vidovic zu wenig. Cessignon kann jetzt langsam mehr von kommen. Und Saar macht das gut hinten. Alle Spieler werden sich warm laufen und ich hoffe auf mehr Aktionen. Wobei das ja auch ein schmales Ding ist. Mehr Aktionen bedeutet mehr Trubel.
Also vielleicht auf eine entscheidende Aktion von uns hier in der zweiten Halbzeit, aber taktisch scheinen wir ganz gut eingestellt, wenn hier so wenig passiert. Schauen wir, was passiert. Ecke von links, Suarez, wir sind da. Ecke kommt auf den Elferpunkt, Radetzky stürmt raus, schiebt alles weg, pflückt das Ding aus der Luft und begräbt den Ball dann unter sich. Nico mit einem riskanten Rückpass auf Costil, der Kopf und Kragen riskiert und vor Raspadori rettet. Boah, wach sein. Wach sein an der Stelle hier. Leverkusen da mit Mwepu, setzt sich durch, spielt auf Raspadori, lässt Stevens ins Leere rutschen. Costil kommt zwar an den Ball, aber unglücklich für Andrich vorliegend. Boah, und der lupft den Ball zum Glück zurück in die Arme von Costil. Aber fast das 1 zu 0. Wir wechseln. Bringen für Stevens jetzt Harwood Bellis. Taktisch sieht das nach wie vor ganz gut aus. Die Frage ist, was machen wir aus unseren wenigen Chancen? Leverkusen, weitgezogene Flanke. Andrich legt gefühlvoll auf Neuhaus ab. Volleyschuss aus 21 Metern weit über Costil. Das ist zu wenig. Konzentration. Leverkusen hat hier natürlich mehr vom Spiel. Ist die bessere Mannschaft, ganz grundsätzlich. Demirbay kommt jetzt für Andrich. Harmloser Freistoß eigentlich von links. Radetzky unterläuft den Ball. Nico nickt das Ding ein. Wir führen 1-0. Fehler von Radetzky. Boah, aus dem Nichts. Das 1-0 für uns. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir taktisch jetzt was machen. Wir werden noch ein bisschen defensiver. Gehen jetzt auf die Konter. Ja, wir haben seit 288 Minuten mal wieder ein Tor erzielt. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind mehr als drei Spiele. Die Leverkusener kommen. Ecke von Demirbay, der eingewechselt wurde. Ticken zu kurz. Kein Problem für Kenny, der gut spielt. Und das Ding Gott sei Dank auch unter Kontrolle bekommt. Viertelstunde noch. Mwepu auf Demirbay. Aber Harvard Bellis ist klar besser. Läuft den Ball ab. Spielt zurück zu Costil. Weltklasse. Wie gut ist der denn bitte reingekommen? Viertelstunde noch. Alario kommt für Schick. Was die KI allerdings nur kann, ist positionsgetreu wechseln. Wir haben massive frische Probleme und müssen auch langsam wechseln. Nehmen jetzt auch hier ein bisschen Zeit von der Uhr und wechseln das erste Mal, indem wir Gittens vorne mit frischer Kraft reingeben. Redmond geht raus. Wir wechseln jetzt hier Minute für Minute quasi jemanden ein. Zuerst offensiv. Adaka wünscht sich die Betreuer aufs Feld, der macht das also sehr, sehr gut. Leverkusener wirken müde, gucken uns das mal an. Oh ja. Oh ja, die haben auch zu kämpfen. Da kann nicht mehr viel kommen eigentlich. Noch 10 Minuten, wir machen hinten dicht. Vidubic mit Gelb. Wegen Zeitspiels. Dann der nächste Wechsel von uns. Bringen Günther für Suarez. Damit sind es noch 7 Minuten. Und dann die Chance für uns. Einwurf von Cessignon. Radetzky kommt raus. Fängt den Ball leider ab. Konter misslingend. Dallas für Neuhaus. Dann der nächste Wechsel auf unserer Seite. Gelb vorbelasteter Vidovic muss jetzt hier weichen. Bringen Morey. Kenny hilft jetzt hier sogar noch in der Innenverteidigung aus. Nico geht defensiv. Jean-Pierre ins zentrale Mittelfeld. Ja, hier steht schon, glücklicher Dreier wäre es für uns, klar. Aber den brauchen wir dringend. Da muss man sich mal drüber im Klaren sein. Haben noch einen Wechsel übrig. Können gleich Pedersen oder Stindl bringen. Ich denke, es wird auf Pedersen hinauslaufen. 3 Minuten on top. Pedersen kommt. Und zwar, jetzt Achtung festhalten, für Saar. Na, wobei, nee. Nicht für Saar, sondern für, na doch, für Daka. Oh, ja. Eigentlich wollte ich für Saar, weil der da hinten mit Kopfbällen aushelfen soll, aber das lassen wir die 5 hier hinten machen und Pedersen kann ja bei den gefährlichen Situationen mit zurückeilen. 3 Minuten on top. Und dann ist Schluss, wir gewinnen 1-0 gegen Leverkusen. Alles, was mit B-A-Y-E-R anfängt und manchmal mit N aufhört, besiegen wir scheinbar mit 1-0. Der nächste Sieg gegen die gegen eine Spitzenmannschaft. Wir gewinnen 1-0 und das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Leverkusener, damit mit der zweiten Niederlage in Folge, müssen abreißen lassen von oben. Und zwar deutlich. Wir gewinnen und das tut uns extrem gut an diesem 16. Spieltag. Nur noch gegen Schalke, dann ist die Hinrunde vorbei. Dortmund gewinnt 2-1 in Hoffenheim. Bayern gewinnt 1-0 gegen Hertha. Wolfsburg schießt Schalke aus dem Stadion. Die haben also auch Muffe, wenn die jetzt hier nächste Woche gegen uns müssen. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Partien. Wir hingegen mit 8 Punkten aus den letzten 5 Spielen immerhin. Und dann sieht das Ganze doch schon wieder sehr, sehr gut aus. Konnten uns also von der leichten Durststrecke Unentschieden-Niederlage hier erholen und wir freuen uns auf den Abschluss der Hinrunde hier, der Hinserie gegen Schalke, auf Schalke, wohlgemerkt.
Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich darauf, dann in die Transfermarktphase einzusteigen. Vielleicht tut sich auf unserer Seite etwas. Wir haben es thematisiert. Insofern lohnt sich das Einschalten sicherlich. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Let's Splinter. Ciao, ciao.